Herzlich willkommen hier am Standort in Köln. Wir sprechen nun über die Thematik der Trennung von Gesellschafterstämmen. Leider bekommen wir immer häufiger die Anfrage, dass 2, 3, 4, 5 Gesellschafter sich an einer GmbH beteiligt haben und man will nun, dass ja jeder seine eigene GmbH fortführt. Dann braucht man zunächst 2 Geschäftsbereiche, wir nennen das Teilbetrieb 1 und Teilbetrieb 2. Und dann kann man unter gewissen Voraussetzungen hingehen und kann diese GmbH in der Hälfte aufspalten. Neben der Aufspaltung, das ist eine Möglichkeit, werden wir heute aber zunächst auch noch eine andere Gestaltung besprechen, nämlich die diskutale Gewinnverteilung. Die Details alles jetzt. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deswegen sprechen wir heute mal über die Thematik der Spaltung von Kapitalgesellschaften, also beispielsweise einer GmbH. Wenn Sie Themen der Steuergestaltung interessiert, dann liken Sie doch einmal dieses Video und geben Sie dem YouTube-Kanal einmal einen Daumen nach oben, also abonnieren Sie den YouTube-Kanal und aktivieren Sie dabei bitte auch die Glocke. Das ist ein Thema der Spaltung von GmbHs, die wir in der Praxis zunehmend öfters erfahren. Und da stellt sich die Frage, wie geht das? Wir werden nun 2 Gestaltungsmodelle besprechen, wie es geht. Einer, der Gestaltungsweg ist perfekt, aber er ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und danach werden wir noch eine Möglichkeit besprechen, wie es auch viel einfacher geht. Fangen wir mit der Thematik der Spaltung von Geschäftsbereichen an. Ein Blick ins Gesetz, wir reden über § 15 des Umwandlungssteuergesetzes, da steht drin, dass man diese Gesellschaft, die GmbH, steuerneutral spalten kann, aber es setzt voraus, hier im Satz 2, dass die Steuerneutralität nur anzuwenden ist, wenn auf die Übernehmerin ein Teilbetrieb übergeht und im Falle der Abspaltung bei der übertragenden Körperschaft, also GmbH, ein Teilbetrieb verbleibt. Was bedeutet das? Wenn ich nun die GmbH hier bestehen lassen möchte, das könnte die Übergeberin sein und das ist A, das ist B und die Frau B eine neue GmbH haben will, wo natürlich dann der Teilbetrieb 2 hin übertragen wird, dann heißt das Gesetz, oder sagt das Gesetz an dieser Stelle aus, ich kann aus einer bestehenden GmbH den zweiten Teilbetrieb nur dann rauslösen, wenn ich auch wirklich einen zweiten Teilbetrieb habe und der erste Teilbetrieb in der bestehenden GmbH zurückbleibt. Ich brauche also 2 Teilbetriebe. Was ist ein Teilbetrieb? Man könnte nun meinen, eine Bäckerei, die ein zentrales Backwerk hat, eine zentrale Verwaltung hat und die dann 10 Filialen hat, die hätte 10 Teilbetriebe. Nein, das ist leider falsch. Teilbetrieb bedeutet, dass jeder Teilbereich selbstständig lebensfähig ist. Da würde man sagen, die Filiale hat doch ihre eigenen Kunden und die verkauft doch ihre eigenen Brötchen. Aber an diesem Beispiel wird schon deutlich, dass das zentrale Backlager die Brötchen zentral backt und dann den einzelnen Filialen zur Verfügung stellt. Das heißt, jede Filiale ist abhängig von diesem zentralen Lager. Und schon kann ich, wenn ich an dieser Stelle noch eine praktisch hier eine Fabrikhalle drunter habe, kann ich diese Fabrikhalle ja nicht zweiteilen. Ich kann sie nicht aufspalten. Und ich muss wirklich jeden einzelnen Wirtschaftsgut, jedem Teilbetrieb zuordnen können. Also treiben wir jetzt mal einmal auf die Spitze. Unsere Kanzlei hat ja mehrere Standorte. Diesen Samsung-Stift, der zu diesem Flipchart gehört. Wozu gehört denn dieser Flipchart? Ja, der gehört zum Standort hier in Köln, weil er hier steht. Aber mein iPad, mit dem ich diese Präsentation mache, mit dem ich an jedem Standort einmal bin als Steuerberater, wozu gehört das iPad? Zum Standort in Bonn und Köln oder zu einem unserer anderen Standorte? Da wird schon schwierig. Und deswegen ist es unglaublich schwierig, diese Teilbereiche untereinander aufzuteilen. Man behilft sich dann in der Praxis mit einem Gestaltungsmodell. Und zwar geht man hin und wenn man ein bisschen Zeit hat und gründet hier eine Tochterpersonengesellschaft drunter, indem man den Teilbetrieb 1 überführt, zum Beispiel eine GmbH und Co. KG. Und hier nochmal eine zweite Personengesellschaft, wo dann natürlich der erste Teilbetrieb reinkommt und der zweite Teilbetrieb reinkommt. Und dann kann ich viel leichter hier spalten, weil dann spalte ich ja die GmbH und Co. KG 1 und die GmbH und Co. KG 2 und dann streitet man nicht mehr über einzelne Kugelschreiber, weil der Kugelschreiber ist dann hier drin, der andere ist dort drin. Das ist deutlich einfacher und hier steht nämlich drin im Satz 3, als Teilbetrieb gilt auch ein Mitunternehmeranteil, also ein Anteil einer Personengesellschaft, sodass unstreitig ist, dass das ein Teilbetrieb ist und das ein Teilbetrieb ist. Und hier im Absatz 2 ist dann die Regelung 11 Absatz 2, also die Steuerneutralität ist auf Mitunternehmer
Anteile nicht anzuwenden, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag durch Übertragung von Wirtschaftsgütern, die kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt wurden sind. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und nicht direkt spalten möchte, sondern den Umweg über die sichere Variante der GmbH und Co.KGs machen möchte, muss man erst diese 2 GmbH und Co.KGs schaffen und danach kann man dann spalten. Und das Ergebnis wäre dann in der Tat so, dass er zu 100% die eine GmbH hat und sie zu 100% die andere GmbH hat. Ja? Wie die GmbHs dann heißen, das überlasse ich Ihnen. Sehr aufwendiges Verfahren, aber auch am Ende das Verfahren mit der schönsten Struktur. Wir haben aber häufig andere Anfragen und da ist es so, dass die Mandanten sich noch so halbwegs verstehen. Aber der eine arbeitet nicht mehr so viel oder die andere arbeitet mehr oder wie auch immer. Man kann eigentlich noch zusammenarbeiten, aber irgendwie soll jeder in seine eigene Tasche wirtschaften. Dann denken Sie über eine diskutale Gewinnverteilung nach. Sie können nun die Satzung der GmbH, also den Gesellschaftsvertrag, dahingehend anpassen, dass Sie sagen, wir trennen die gedanklich, nicht juristisch, nur gedanklich, und wir schauen in einer Kostenstellenrechnung, wie viel Gewinn macht denn der Teilbetrieb 1 und wie viel Gewinn macht der Teilbereich 2. Also es muss da gar kein Teilbetrieb für vorliegen. Man sagt einfach der Standort in Düsseldorf und der Standort in Hamburg oder man sagt die Produktionshalle oder der Vertrieb. Man kann das trennen. Wichtig ist, dass Sie in Ihrer eigenen Buchhaltung dann auch 2 Kostenstellen einführen oder sogar 2 komplette getrennte Buchhaltungen. Ja, dann haben Sie auch 2 Umsatzerlösbereiche und 2 Kostenbereiche und so weiter und so fort. Das bekommt man auf jeden Fall hin. Nachdem man das in der Buchhaltung in 2 Kostenstellen getrennt hat, sagt man dann im Gesellschaftsvertrag, dass die Gewinne von dem einen Bereich nur der eine Gesellschafter bekommt und die Gewinne aus dem anderen Bereich bekommt nur der andere Gesellschafter. Das nennt sich disquotale Gewinnverteilung. Und das ist juristisch möglich und vom Bundesministerium der Finanzen, also von allen Finanzämtern, auch durch ein sogenanntes BMF-Schreiben anerkannt. Diskutale oder inkonkurrente Gewinnverteilung, gibt 2 Wörter dafür, das funktioniert. Das Problem ist nur, wenn er plus 200 macht und sie macht minus 300, dann hat die Gesellschaft in der Summe minus 100 und dann kann man leider gar nichts ausschütten. Also ein bisschen abhängig ist man von der jeweils anderen Person auch noch. Ja? Nur wenn ich in der Summe auch Gewinne mache über 2 beide Bereiche hinweg, dann kann ich Gewinne ausschütten. Jetzt sagen Sie, Herr Jun, aber ich sitze ja immer noch am Gesellschaftertisch und muss über Gesellschafterversammlungen abstimmen. Ja, aber auch die Gesellschafterversammlung können Sie in Ihren Stimmrechten trennen. Es ist doch möglich, einzelnen Gesellschaftern gar keine Stimmrechte zu geben. Das kennen Sie von börsennotierten Aktiengesellschaften mit Stimmaktien und Vorzugsaktien. Vorzugsaktien bekommen mehr Gewinn und andere Aktien, Stammaktien bekommen eher Stimmrechte und dafür nicht so viel Gewinnanspruch. Ja? Und so geht das bei einer GmbH auch, sogar noch viel besser. Sie können sagen, dass der Gesellschafter seine Stimmrechte nur ausüben kann für den Geschäftsbereich und sie kann ihre Stimmrechte nur ausüben für den Bereich, also fürs operative Business. Ja? Sie können auch beide zum Geschäftsführer machen und sagen, er ist Geschäftsführer, wieder nur für den Bereich und sie ist Geschäftsführerin und über eine Geschäftsordnung nur zuständig für den Bereich. Und dann gibt es natürlich übergeordnete Entscheidungen, die auch geregelt sind in der Geschäftsführerordnung und der Geschäftsordnung und im Gesellschaftsvertrag. Da müssen dann beide wieder entscheiden. Zum Beispiel, wenn es um den Rechtsformwandel geht, wenn die GmbH in eine GmbH und Co.KG gewandelt wird oder so, da müssen sich beide einig werden. Aber die Geschäftsbereiche, die können Sie, was die Stimmrechte angeht, trennen. 2 Gestaltungsmöglichkeiten, wie man Gesellschafterstämme trennt. Einen sehr aufwendigen, aber mit der finalen Struktur, nämlich die Spaltung, und den anderen über diskutale Gewinnverteilung und getrennte Stimmrechte. Wenn Sie das Thema interessiert, dann blende ich Ihnen nun hier einmal unsere Kontaktdaten ein. Wir beraten Sie natürlich dazu sehr gerne.